Ich weiß nicht mehr, ob es Kabul war oder vielleicht in Kandahar. Ein weiser Mann, er sprach zu mir. Und was er sprach, verrate ich dir. Du bist doch komplett verrückt. Willst du nicht hören, was er gesagt hat? Bitte töte mich nicht. Mach ich gleich. Fick dich. Du solltest mir danken, ich rette gerade die Welt. Nein, du zerstörst sie. Siehst du es denn nicht? Bist du wirklich so verblendet? Ich bin nicht verblendet. Du musst das große Ganze betrachten. Wir Menschen zerstören die Welt. Und ich bin derjenige, der sie rettet. Nein. Du weißt doch gar nicht, was du tust. Ich weiß genug, um zu entscheiden, was das Richtige ist. Ja gut, wenn du meinst, dann töte mich, töte alle Menschen, dann bist du ganz alleine. Töte dich selbst, erschaffe den nuklearen Winter. Vernichte alles Leben. Nein, ich vernichte nur das Leben Gefährdende, die Menschen. Dann würdest du dich selber töten. Nein! Polizei, bitte aufmachen. Moment, bin gleich da. Scheiße, Mann. Sie fliehen aber gerade nicht, oder? Nee, ich bin noch da. Ah, okay, dann warten wir kurz. Sind Sie noch da? Ja, okay, gut. Dschungelang. Wie kann ich Ihnen helfen? Das wollte ich gerade fragen. Oh, tut mir leid. Bin im Skript verrutscht. Okay, also, wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen mal ganz kurz reinkommen, um uns umzugucken. Okay, dürfen Sie das? Ja, nein, ja. Okay, dann treten Sie ein. Können Sie einfach die Tür auflassen? Das wäre auch günstiger für Sie. Ja. Okay, danke. Tut mir leid für die Störung. Wir können wieder gehen. Schönen Tag noch. Das ist der. Da sind eindeutig mehrere Leichen drin. Was? Echt? Warum haben wir nichts gemacht? Wir brauchen Verstärkung. Aha. Oh, guck mal, ein Hermesbote. MS? Was ist da ein Boot? Paketbote. Der muss aber viel schleppen. Ich weiß, was da drin ist. Vielleicht ein neues Auto? Seid doch nicht lächerlich. Vielleicht ein Boot oder so. Lol. So. Hier kann es losgehen. Diese Ziele sollten die Menschen auslöschen. Jonas, stopp! Wie lange? 2 Minuten. Da wird aber knapp. Geht's nicht schneller? Gib mal richtig Gas. Warum? Was? Warum? Das war alles nur ein Test. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gehst. Hä? Was? Hör auf. Es gibt sehr viele deutlich bessere Möglichkeiten. Die Menschen auszurotten ist eine sehr schlechte Idee. Du kannst doch nicht einfach alle töten. Aber du hast... Moment. Das ist jetzt ein Test, oder? Aber nein. Ich werde nicht egoistisch handeln. Familie, Freunde, alles Menschen ist egal. Alle Mitmenschen sind egal. Die Erde ist wichtiger. Bevor wir jetzt alle sterben, danke ich dir. Ich danke dir für diesen Test. Ich werde erhobenen Hauptes aus dieser Angelegenheit heraustreten. Danke. Da hinten ist das Haus. Ja, geht schnell. Rein da. Okay, jetzt geht's los. Dramatische Pause. Gut genug gewartet. Jetzt muss ich nur auf diesen Knopf klicken. Und dann geht's los. Unaufhaltbar. Nachdem ich diesen Knopf gedrückt habe. Keine Bewegung, Polizei! Tja, hey, du bist doch gar nicht. Warum sagst du, tja, warte mal, hier versteht fast keiner. Nur die Leute, die im Kurs drin waren oder davon erzählt worden haben bekommen. Oh ja, stimmt. Tja, tut mir leid, Leute. Warum lacht der? Keine Ahnung. Warum lachst du? Es ist verbracht, mein Ziel ist erreicht. Ihr könnt mich jetzt töten, aber ihr könnt es auch lassen, weil in ein paar Minuten werden wir sie Bomben tun. Was? Bomben? Welche Bomben? Atombomben. Das ist nicht so gut, sagt ihr nicht. Ja. Wirklich wahr. Schön, dich gekannt zu haben. Bist du zufrieden? Ja, aber du weißt schon, dass ich ein nuklearer bin. Ah, ich gucke gerade hier aus dem Fenster auf der ISS. Oh mein Gott, Alan. Was passiert denn gerade auf der Erde? Atombomben. Das wird die gesamte Menschheit ausrotten, Juri. Vielleicht nicht direkt durch die Explosion, aber durch den nuklearen Winter bestimmt. Guck mal, da fliegt ein Raumschiff. Das könnten die letzten Überlebenden sein. Mach dich bereit, wir müssen die reinlassen. Aber was? Was, wenn die Leute uns töten wollen? Die Person, die die Menschen auf der Erde getötet hat, macht nicht nur auf der Erde halt. Es sollen alle Menschen sterben. Das könnte beides sein. Was machen wir jetzt? Die Rakete ist gleich da. Warum sind eigentlich in den Videos keine Frauen? Weil die Perücke kernbehindert ist. Ach ja, tut mir leid. Vielleicht können wir da anrufen. Aber wie? Wir rufen die Polizei an. Die können uns vielleicht sagen, wer drin ist und wie die Nummer von denen ist. Wie war nochmal die Nummer von denen? Ach, keine Ahnung. Steht nicht irgendwie im Buch drin? Was die Nummer für 110? Ah, hier. Polizeinotruf. Aber die Nummer ist nicht mehr ganz da. Ich kann nur noch eine 1 erkennen. Das ist nicht so gut. Google das mal. Was ist die Nummer für 110? Okay. Die Erde wurde zerstört. Wir sind die letzten Überlebenden. Ich erbitte Erlaubnis anzudocken. Ja, okay. Komm ran. Was? Bist du verrückt? Du weißt gar nicht, wer das ist? Ich fand den Bock ganz nett. Okay. Hallo. Ich grüße Sie. Wer sind Sie? Man nennt mich T. Ich bin Auftrag der Regierung hier. Aha. Wir haben ein Problem auf der Erde. Echt? Was ist es? Der Planet da unten, von dem wir alle herkommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen retten, was es zu retten gibt. Alles neu bevölkern, wie Adam und Eva. Nur dem jetzt mit mehr Leuten. Nein. Was denn? Wir haben einen Plan. Streng geheim. Nach dieser Mission dürfen Sie kein Wort darüber verlieren. Es wird gefährlich. Lebensgefährlich. Aber ich brauche Sie. Wir müssen die Welt retten. Ah, okay. Da bin ich dabei. Was ist denn der Plan? Vorstellung von der Art und Weise, wie ein bestimmtes Vorhaben umgesetzt werden soll. Bist du auch dabei? Ja. Okay, gut. Dann erkläre ich euch jetzt den Plan. Okay, ich habe wohl das Ende. Das ist gut. Obwohl es jetzt vorher ein bisschen kernbehindert wirkt. Jetzt bin ich gespannt.
Dieses Gerät ist eine Zeitmaschine. Echt? Das sieht aus wie eine Atombombe. Nee, das ist eine Zeitmaschine. Neues Modell. Definitiv keine Bombe. Okay, das ist ja gut. Ich habe mich schon ein bisschen erschreckt. Erschrocken, genau. Juri, bist du sicher? Ja, ich bin auch sicher. Wer? Ich? Nein, wer hat gefragt? Ach so, keiner. Genau. Okay, gut. Du darfst weitermachen. Okay, es tut mir leid. Was? Das. Ich finde, die Wand ist eigentlich ganz schön. Das muss dir nicht leid tun. Nein, ich meine. Ey, du kannst jetzt rauskommen. Okay, sorry, mach bitte nochmal. Das. Junge, ich habe die Erde gerettet. Aber durch den nuklearen Winter sterben auch alle Tiere. Ihr müsst die retten. Aber die Menschen nicht, sonst töte ich euch. Lässt du uns dann am Leben? Ja. Bist du sicher? Richtiger Drecksteff. Hä? Warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Wegen der Atombombe an Bord. Ich dachte, das ist eine Zeitmaschine. Ja, nee, das ist eine Atombombe. Aha. Aber das da ist ein magisches, wissenschaftliches Gerät. Damit können wir die Menschen wieder zurückbringen. Und das war übrigens ein Hologramm, der war eigentlich schon tot, der Typ. Aha, also hätte uns gar nichts tun können. Doch, war ein Profi-Hologramm. Aha. Jetzt müssen wir nur noch diesen Knopf drücken und dann ist alles wieder normal. Hallo, ich habe gehört, du machst Umweltschutz. Ja, das ist richtig. Aber ich finde, die machen das irgendwie allzu radikal. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen freundlicher rangehen. Was? Da war ein Terrorist, da kann man nichts machen. Ich würde jetzt sagen, danke später, aber das macht keinen Sinn. Ich habe gerade die ganze Menschheit gerettet. Nein, ich brauche schnell den Krankenwagen. Das ist wirklich der letzte Teil. Aber glücklicherweise gibt es noch andere Comedy-Views, die ich mir jetzt angucke. Aber hier wurden 2 Leute erschossen. Ich brauche schnell 2 Krankenwagen. Imagine there's no heaven.